Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau und Herr Burkhardt, sehr geehrte Frau und Herr Schneider, liebe Gäste, es ist eine besondere Ehre für mich, heute mit Ihnen in Naumburg zu sein, die Stadt von Friedrich Nietzsche und Max Klinger, weltweit bekannt für ihren außergewöhnlichen romanischen Dom, aber auch für ihr gut erhaltenes historisches Zentrum. Ich bin bereits zum dritten Mal in Ihrer Stadt, aber zum ersten Mal offiziell als Diplomat und Botschafter meines Landes in Deutschland. Ich war hier als Historiker, als Schriftsteller, aber natürlich auch als Tourist und habe einige kleine, aber wunderbare Museen Ihrer Stadt besucht, sowie die anderen Kulturschätze. Es ist ein Wunder und ein großes Glück, dass Naumburg ohne Zerstörungen der Krieg überstanden hat. Wir alle wissen, welchen Preis Deutschland und das ganze Europa im letzten Krieg bezahlt hat. Dutzende Millionen Menschenleben, aber auch Hunderte von total zerstörten Städten, Millionen verloren gegangene, gestohlene, beschädigte Kunstwerke. Ein wertvolles kulturelles Erbe ist in großen Städten wie zum Beispiel Dresden oder Rotterdam oder Warschau, aber auch in kleinere wie Zara in Italien, heute Zadar in Kroatien oder Peterhof in Russland oder Saint-Malo in Frankreich verloren gegangen. Die von der europäischen Kultur erlittenen Verluste von der Wolga bis zum Atlantik sind schwer vorstellbar. Nikolai Röhrich, bekannter russischer Maler und Denker deutscher Herkunft, zutiefst besorgt über die großen Zerstörungen im Ersten Weltkrieg, hat sich für ein Engagement seitens der politischen und militärischen Entscheidungskräfte eingesetzt, damit das historische und kulturelle Erbe fern vor dem Krieg bleibt. Röhrich war ein weitblickender Idealist, ein Visionär, kann ich sagen. Er hat die herannahende Katastrophe geahnt und war sich ihrer Folgen bewusst. 1935 wurde in Washington der Röhrich-Pakt unterschrieben. Das war ein Erfolg, jedoch ein unzureichender. Die Vernichtungen wurden leider auch nach 1945 fortgesetzt. In einem anderen Maßstab natürlich. Es gibt aber noch hunderte von eklatanten Fällen. Palmyra und Tombuktu, die Bagdader Museen, das historische Zentrum von Aleppo, um nur die bekanntesten davon zu zitieren. Auch im ex-sowjetischen Raum, in der ehemaligen Heimat von Nikolai Röhrich, sind wir Zeuge militärischen Konflikte, die den kulturellen Nachlass gefährden. Sehr geehrte Damen und Herren, die Republik Moldau liegt nur 35 Kilometer von Odessa, entfernt von Odessa, eine Stadt, an die Röhrich sehr gebunden war. Erlauben Sie mir, diese Gelegenheit zu nutzen, um ein bisschen über mein Land und die kulturellen Beziehungen zwischen der Republik Moldau und Deutschland zu sprechen. Die Verbindungen zwischen Moldau und der deutschen Welt sind sehr alt und tief. Die erste Hauptstadt des Fürstentums Moldaus, Baja, wurde im Jahre 1209 von den deutschen Siedlern gegründet. Deutsche Handwerker, Kaufleute und Ärzte sind in allen Städten des mittelalterlichen Moldaus zu verzeichnen. Der moldauische Fürst Dimitri Cantemir, bekannter Schriftsteller, Historiker, Philolog und Komponist der Aufklärung, war einer der ersten Mitglieder der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften. Unser nationaler Dichter Mihai Eminescu hat in Wien und Berlin studiert,
In Berlin hat auch der letzte Ministerpräsident des Fürstentums Moldaus, der Schriftsteller und Historiker Mihail Kogelnicianu, Schüler des berühmten deutschen Historikers Leopold von Ranke, studiert. Der Autor der ersten im Fürstentum Moldaus geschriebenen Oper war der moldauische Komponist deutscher Herkunft Alexander Adolf Plechtenmacher, der auch die Hymne der Vereinigung der beiden rumänischen Fürstentümer Moldau und Walachei im Jahre 1859 komponierte. Die zahlreichen deutschen Siedler, die sich im Süden des heutigen Gebietes der Republik Moldau anfangs des 19. Jahrhunderts niedergelassen haben, leisteten einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung der Beziehungen zwischen unseren Völkern. Ein Sohn der deutschen Gemeinde der Republik Moldau ist auch der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler. Auch heute, die Beziehungen im Bereich Kultur und Erziehung erleben einen Aufschwung. Wir sind dankbar für die nachhaltige Unterstützung der moldauischen Studenten und Forscher durch den DAD, die Humboldt-Stiftung sowie durch andere öffentliche und private Institutionen. Ich muss erwähnen, dass der kulturelle und akademische Austausch einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des Interesses für die deutsche Sprache geleistet hat. Zurzeit ist Deutsch nach Französisch und Englisch die dritte meiststudierte Fremdsprache in der Republik Moldau. Die deutsch-moldauische Zusammenarbeit wird sowohl politisch, wissenschaftlich, kulturell als auch humanitär geprägt. Rund 45.000 moldauische Bürger sind 1991 nach Deutschland gezogen. Einige von ihnen sind richtige Botschafter ihres Landes geworden. Ich freue mich, ein paar Namen dazu nennen zu dürfen. Der Pianist Zorin Krechun, die Tänzer Dinu Tamazlekaru und Alexei Orlenko von der Deutsche Oper Berlin, der Geiger Ilian Grnetz von Elbphilharmonie in Hamburg, der Klarinettist Vyacheslav Chernavka, Bamberg Sinfonieorchester, Professor Dr. Medizin Alexandru Mustea, der neue Direktor der Universitätsklinikum in Bonn und viele andere. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Herr und Frau Schneider, ich bedanke mich nochmals für Ihre Einladung und wünsche Ihnen viel Erfolg für diese Ausstellung, einen schönen Abend und natürlich viel Gesundheit.